werde zu jedem Buch hier dann jeweils nochmal den Link einblenden zur Rezension. Die müsst ihr euch dann unbedingt nochmal anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und jeweils noch Sterne vergeben. 5 ist das Maximum. Das heißt, 5 Sterne ist am besten. Das Ganze landet dann auch nochmal unter dem Video. Und jetzt würde ich sagen, fange ich einfach mal an mit dem kurzen Video. Gelesen im Januar. Das letzte, was ich jetzt gelesen habe, war Nick Lake, der Novize des Assassinen. Das ist ein Buch aus dem Blanc Valais Verlag. Das Ganze ist ein Rezensionsexemplar und ich gebe dem Buch jetzt mal 3 von 5 Sternen. Genaueres in der Rezension. Dann habe ich direkt davor das Vorab-Exemplar von Timecatcher gelesen. Das war so spannend und so schnell durch. Dem Buch gebe ich 5 von 5 Sterne. Es wird ein super Buch. Ihr müsst euch unbedingt die Rezension anschauen. Und natürlich das Buch dann auch lesen, wenn es rauskommt im März. Dann Brian Faulkner, der Tomorrow Code aus dem DTV Verlag. Genau das auch hier die Rezension. Ich gebe dem Buch 4 von 5 Sternen, weil ich es sehr spannend fand und sehr angenehm geschrieben. Allerdings das Ganze doch noch recht abstrakt war. Und teilweise sehr unreell und sehr Science-Fiction-artig, was nicht ganz so mein Fall ist. Dann die Glasbücher der Traumfresser aus dem Blanc Valais Verlag, auch nochmal, auch wieder ein Rezensionsexemplar. Hat mir auch eigentlich recht gut gefallen, allerdings war es auch nicht so mein Top-Buch, weil das Ganze sehr kompliziert geschrieben war, ein ziemlicher Wälzer ist mit seinen fast 1000 Seiten. Und anfangs nicht so rechts vorwärts kommt. Deswegen gebe ich dem Buch 3 von 5 Sternen. Hier die Rezension. Klick, klick. Okay. Ich hoffe, das reicht aus, das kurze Preview. Schreibt in die Kommentare, ob ich so etwas häufiger machen soll. Das nächste Mal wird es dann wahrscheinlich auch etwas ausführlicher ausfallen. Und dann sehen wir uns wieder am Freitag mit 16.32 Uhr gegen die Zeit. Einem Katastrophenthriller aus dem Arena Verlag. Bis dann und ciao, ciao. Da bin ich nochmal, fast hätte ich meine ganzen schönen Fakten vergessen. Nämlich, ich habe insgesamt 4 Bücher gelesen von 3 verschiedenen Verlegern, also der Novize des Assassinen und die Glasbücher der Traumfresser waren beide vom Blanc Valais Verlag, das heißt also nur 3 Verleger, obwohl es 4 Bücher waren. Ich habe insgesamt 2205 Seiten gelesen, das finde ich jetzt noch nicht mal gar nicht so wenig. Wobei man sich ein bisschen wundert, da der Tomorrow Code ja so dünn erschien, aber das Buch hat zu meiner eigenen Überraschung selbst so um die 400 Seiten, 411 um genau zu sein, das ist schon eine ziemliche Überraschung, wenn man bedenkt, wie dünn das war. So, könnt ihr es sehen? Ja. Okay, das sind dann 73,5 Seiten am Tag. Puh, also das finde ich jetzt auch nicht so wenig, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und 3 weichgebundene Bücher und 1 festgebundenes. Das festgebundene war die Timecatcher. Boah, ich komme die schon alle durcheinander. Das waren meine Fakten jetzt auch. Hübscher Zettel, flieg weg. Und jetzt endgültig. Ciao, ciao.